Man stelle sich ein Spiel vor. Entwickelt von einem der besten, wenn nicht dem besten Entwicklerstudio der vergangenen 2 Jahrzehnte. Man mixe alle veröffentlichten Spiele dieses Entwicklerstudios zusammen, von dem jedes einzelne für sich schon ein echter Kracher war, und verpacke das Ganze noch in einem Spielprinzip, was momentan Millionen Spieler weltweit begeistert. Willkommen zur Beta von Heroes of the Storm. Ihr kennt sie wahrscheinlich, Blizzard. Das sind die Jungs und Mädels, die euch die Diablo-Reihe, das StarCraft-Universum sowie auch die WarCraft-Reihe erschaffen haben. Ihr seht also, Blizzard steht für Qualität. Alle diese Spiele werden jetzt in Heroes of the Storm von Blizzard zusammengeführt und das Ganze wird per MOBA-Spielprinzip umgesetzt. Und jetzt habt ihr bald die Möglichkeit, alle StarCraft, WarCraft und auch Diablo 3 Charaktere gegeneinander in den Ring zu schicken und sich dabei ordentlich das Fressbrett polieren zu lassen. Diese Idee beflügelt also nicht nur mehr Leute, die, naja, fragwürdige Fanfictions mögen, nein, sondern auch den normalen Casual Gamer. Ob er mit dem Herrn des Schreckens Diablo höchstpersönlich, dem alten Tyrael, mal die Fresse polieren wollt, ihr mit den fetten Protoss einfach mal unsichtbar durchs Land metzeln wollt oder das gleiche Massaker mit den Diablo 3 Charakteren anrichtet, das Ganze, liebe Freunde, liegt jetzt in eurer Hand. Das Spielprinzip ist denkbar einfach und bekannt. 2 Fünfer-Teams aus verschiedenen Charakteren treten gegeneinander an und mit Hilfe von Minions und Spezialfähigkeiten müssen sie versuchen, den gegnerischen Nexus zu zerstören. Und wir haben es geschafft! Sieg! Dabei werden gegnerische Helden getötet, Türme eingerissen, sowie natürlich die feindlichen Minions fachgerecht um die Ecke gebracht. Soweit so gut, doch Blizzard wäre nicht Blizzard, wenn sie sich nicht noch etwas ganz Spezielles für uns ausgedacht hätten. Neben den absolut coolen Charakteren selbstverständlich. It's about time. Außer Uta. Uta ist scheiße. In Heroes of the Storm könnt ihr auf allen Maps nämlich verschiedene kleine Quests erledigen. Das Erledigen dieser Quests macht euch das Leben ein wenig angenehmer, denn es schaltet einige Boni frei, die das Gewinnen leichter machen. Ob ihr Minen von Untoten befreien müsst oder Laserplattformen einnehmen könnt, die dann mit Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Turbolasern die gegnerische Festung zerstören, das variiert wie gesagt je nach Map. Und das Coolste daran, das bringt jede Menge Schnelligkeit und Abwechslung in die Spiele. Ebenso anzumerken ist, dass die Spiele nur rund 20 Minuten durchschnittlich dauern. Das ist wesentlich weniger als bei vergleichbaren 5 gegen 5 Games in zum Beispiel Dota 2 oder League of Legends. Zwar gibt es zurzeit nur ein paar wenige Charaktere zur Auswahl, aber das Ganze ist ja noch eine Beta. Die Charaktere, die bisher schon erschienen sind, sind alle schön ausbalanciert und cool zu spielen. Außer Uta. Uta ist scheiße. Steve und Uta, Steve und Uta. Der coole und charmante Blizzard-Humor muss sich natürlich auch nicht verstecken. Jetzt schon gibt es coole Dance-Emoticons, abgefahrene Sprüche, bis sie es mit mir zu tun bekommen. Und, naja, Uta. Und jetzt nochmal ernsthaft, warum habt ihr Uta damit reingenommen? Was wir von Battle bisher spielen konnten, waren einige echt coole Partien, die man mal gewonnen hat. Ich hab gewonnen. Aber auch mal ehrenvoll verloren hat. Mehr oder weniger ehrenvoll jedenfalls. Heroes of the Storm wird übrigens kostenlos sein. Nur die bekannten Ingame-Käufe gibt's natürlich auch in diesem MOBA. Und ich meine, seht euch dieses Einhorn an. Ist es nicht fantastisch? Wer möchte dieses Einhorn bitte nicht haben? Wir gehen aber hierbei davon aus, dass Einkäufe auch nur optische Veränderungen und Vorteile mit sich bringen. Wer sich aber leider jetzt fragt, wann man denn endlich loslegen könnte mit der Vollversion von Heroes of the Storm, den müssen wir leider enttäuschen, denn ein offizieller Release-Termin ist noch nicht genannt worden.
Wir werden auf jeden Fall so lange Spaß an der geschlossenen Beta weiterhin haben. Wenn ihr ein bisschen mehr in das Spiel reinschauen wollt, schaut doch mal auf unserem Zweitkanal vorbei. Oben rechts ist jetzt ein Link dazu eingeblendet und auf diesem Zweitkanal gibt es absolut tolle Partien von Heroes of the Storm, natürlich mit Facecam von verschiedenen Charakteren. In diesem Sinne wünsche ich noch einen ganz schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo oder wenigstens einen Daumen da, es würde uns sehr freuen. Bis dahin, euer Buddy von BudTV.